Gut, nachdem wir letzte Woche teilweise sogar noch Schnee geschippt haben, waren diese Woche bei uns zumindest fast 30 Grad und demnach leiten wir jetzt offiziell den Frühling ein, beziehungsweise ja, wir können auch schon langsam uns auf den Sommer freuen und ich habe euch ein paar Produkte rausgesucht, die mir ein schönes sommerliches Make-up geben und die mir ein gutes Gefühl geben und ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Ganz einfache Produkte, schnelle Anwendung, ohne Probleme. Los geht's. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufmuntern kann. Ich will gar nicht so viel Zeit verlieren. Mein Fokus kennt ihr mittlerweile. Ich will schnelle Ergebnisse. Ich will nicht stundenlang rumblenden. Ich will nicht stundenlang hier unten in meinem Kabuff sitzen und mich schminken, sondern ich will rausgehen. Ich will das Wetter genießen. Ich will Sachen erleben. Und Make-up hilft mir dabei, mich gut zu fühlen, aber soll nicht mein Fokus im Alltag sein. Ich will mir nicht den ganzen Tag darüber Gedanken machen, oh, sieht mein Make-up noch gut aus? Hält das irgendwie alles noch? Mag ich die Produkte? Fühle ich mich wohl damit? Sondern ich will effektive, schnelle Ergebnisse. Und ich habe ein paar Produkte rausgesucht, die mir helfen, so ein bisschen schneller und mich besser zu fühlen. Und wir starten mit dem ersten Non-Make-up-Produkt, denn ich muss es hier implementieren. Ich bin sprachlos, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich bin ja in meiner Parfum-Journey angekommen und habe, weiß ich nicht, ich glaube, in den letzten 12 Monaten 30 Parfums gekauft. Einfach um natürlich auch den Markt so ein bisschen zu kennen und zu schauen, was gibt es. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass ich vor bestimmt einem Jahr bei Zara das erste Mal Parfums gekauft habe und begeistert war. Diese Vanilla, Addictive Vanilla und Sensual Vanilla oder so. So, und jetzt habe ich noch was bestellt. Eigentlich wollte ich diesen Duft hier haben. Das ist Pistachio Infusion. Der soll nach Pistazie riechen. Ein sehr gourmandiger Duft. Gourmand, gourmand. Er riecht auch sehr gut. Ganz toller Duft. Aber nicht so intensiv, wie ich ihn mir vielleicht gewünscht hätte. Er riecht leicht nussig, er riecht leicht nach Pistazie. Ähnlich wie Kajali Pistachio Gelato. Ein bisschen süßlicher, sehr weich, sehr leicht. Bin ich ein bisschen unterbegeistert? Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, aber er ist ein toller Duft. Ganz leicht, wird sehr süßlich. Es ist sehr süßlich, es riecht so ein bisschen wie Zuckerwatte, die durch den Pistazienbusch gerannt ist. Wo wachsen eigentlich Pistazien? Wo wachsen Pistazien? Wikipedia.org gefunden. Ein Seifenbaum. Völlig egal. Es riecht leicht nussig. Ich finde, Pistazie ist ja auch ein sehr schwieriger Duft, den man irgendwie festmachen kann, weil wenn ich an einer Tüte Pistazie rieche, rieche ich Frittierfett und Salz. Riecht sehr gut, wollte ich euch zeigen. Aber ich habe zufällig, weil der mir vorgeschlagen wurde und ich liebe Zara dafür, dass sie mir diesen Duft vorgeschlagen haben. Cherry Smoothie. Ich dachte, das könnte vielleicht ein guter Nachbar von Onkel Tom sein. Nein, gar nicht. Null, zero, nada, niente. Dieser Duft, erstmal wunderschöner Flakon. Du riechst ein bisschen Kirsche. Du riechst aber auch so ein bisschen Schwertlilie. Aber vergess das alles. Du trägst den auf, die Haltbarkeit ist extrem hoch. Und also am Anfang riecht es sehr blumig, so ein bisschen fruchtig blumig. Halbe Stunde. Halt die Nase weg von dir und dann riechst du wie Kinderpunsch, wie Glühwein ohne Alkohol, wie Weihnachtsmarkt. Es riecht nach Weihnachtsmarkt, nach Nelken, nach Zimt, nach Honig, es riecht wie Kinderpunsch. Und ich habe es noch nie erlebt, dass ein Parfum nach Kinderpunsch riecht. Und ich lieb's. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Du hast so eine leichte, pudrige Note auch mit drin, aber es riecht einfach nach Kinderpunsch. Und ich möchte nach vielen Dingen riechen und etwas, wonach ich jetzt auch ab sofort riechen möchte, ist Kinderpunsch. Cherry Smoothie. Keine Ahnung, ob es die in den Läden gibt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei Zara war. Es gibt bei mir in der Nähe keinen. Ich habe ihn online bestellt. 12 Euro. Come on. Es ist phänomenal gut. Grandiose Haltbarkeit. Ich habe es gestern im Bad hier gesprüht. Gestern Abend nach dem Duschen. Bin heute Morgen runtergekommen. Es riecht immer noch nach Weihnachtsmarkt. Ganz, 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 ganz toll. Kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Noch mehr als diesen Duft hier. Pistachio Infusion. Aber oh, es könnte sogar, ich traue es mir schon fast gar nicht zu sagen, es könnte vielleicht mein neuer Signature-Duft werden. Gut, genug über Parfums gequatscht. Wir hüpfen jetzt endlich zu Make-up bzw. Pflege. Und ich freue mich, dass ich euch vielleicht sogar als einer der ersten ein neues Produkt vorstellen darf, was ich hier schon ein paar Tage habe. Und das sind die Tapology Bronzing Drops. Und jetzt passt ganz genau auf, weil ich weiß, dass das für viele Mäuse von euch das Produkt ist, worauf viele erwartet haben. Bronzing Drops kennen wir mittlerweile schon. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass Bronzing Drops so gleichmäßig, so ebenmäßig und so einfach waren. Ihr habt hier das klassische Tapology Packaging. Clean, erwachsen,
hochwertig. Aber ihr kennt Typology. Typology hat einfach Skincare an vorderster Stelle. Und hier ist Vitamin E drin. Vitamin E fördert nämlich die Gesundheit der Haut, indem es die Anzeichen von vorzeitiger Hautalterung reduziert und die Elastizität der Haut verbessert. Und ganz, ganz wichtig, das ist kein Selbstbräuner. Ich meine, ihr habt mich gerade gesehen. Ich sah eben ein bisschen blass ums Näschen aus. Ich habe das erstmal in meine Tagescreme mit reingemischt. Funktioniert einmalig. Ein Tropfen reicht für so einen leichten Glow. Oder ihr macht das dann, so wie ich im zweiten Schritt, in mein Tinted Serum. Ich habe jetzt heute mal die 1 verwendet und 1 bis 1,5 Tropfen von den Bronzing Drops mit reingegeben. Es gibt dem Tinted Serum so einen leichten Glow, so eine schöne sommerliche Bräune. Wirklich wie, als wärt ihr gerade aus dem Urlaub gekommen. Es ist dieses, du trägst es auf und dann ist es abends aber auch wieder weg, wenn du dich abgeschminkt hast. Dir beispielsweise das Tinted Serum in der 1 gekauft hast, im Sommer du aber vielleicht ein bisschen Bräune dazu bekommst, ein Tropfen hiervon rein, es passt das Ganze an, es macht das Ganze jetzt auch nicht wirklich extra glowy oder so. Konzentriert sieht das natürlich immer sehr schön aus. Ich habe es auch so ein bisschen auf den Augen aufgetragen. Aber eine ganz, ganz große Empfehlung, und das ist jetzt neu. Und neben dem Vitamin E ist da hier auch noch Aprikosenextrakt mit drin, welches reich an Beta-Carotin ist. Und Beta-Carotin sorgt dafür, die hauteigene Schutzkraft vor der Sonne so ein bisschen zu verstärken. Das heißt, du hast auch nochmal so einen leichten Schutz mit drin, der einfach auf der Haut drauf liegt, dass die UV-Strahlung nicht so tief in die Haut eindringen kann. Das ist kein Lichtschutzfaktor, aber das Ganze ist mit dabei und ihr könnt das anwenden, wie ihr wollt. So wie ich es getan habe, in mein Tinted Serum packen. Aber wenn wir schon mal hier sind, ich habe heute die 1 benutzt. Ich wollte euch aber nochmal die Farben swatchen, weil ich weiß, dass viele nicht ganz so eindeutig wissen, welche Farben sie davon benutzen können. Wir haben hier einmal die 1 und die 2. Die 1 ist natürlich etwas heller. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr so in meinem Hautbereich seid, nehmt ruhig die 1 und nehmt dann die Bronzing Drops dazu. Dann könnt ihr das Ganze immer so ein bisschen anpassen. Meine Hautfarbe verändert sich im Laufe des Jahres wirklich massiv. Im Anschluss könnt ihr dann natürlich auch noch mit dem fliegenden Concealer arbeiten. Der hat eine schöne Deckkraft für punktuelles Arbeiten, für unter die Augen, egal wie ihr das Ganze wollt. Auch hier habe ich jetzt beispielsweise mal die 2. Den würde ich dann immer passend zu eurem Tinted Serum wählen. Hier haben wir die 2. Ist ein ganz, ganz kleines Stückchen heller als das Tinted Serum. Dadurch passt das dann natürlich ganz gut. Und ihr habt natürlich bei Typology wirklich die längste Blacklist an Inhaltsstoffen, die nicht in die Produkte gehören. Alles wird in Frankreich produziert. Wir haben französische Formulierungen, die als eine der hochwertigsten auf dem Markt gelten. Und ihr habt natürlich ein ganz, 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 ganz hochwertiges Produkt. Bei Typology gibt es immer eine schöne Aktion. Und ich darf euch heute auch ab einem Mindestbestellwert von 45 Euro dieses Produkt mit dazu geben. Da könnt ihr gerne einmal vorbeischauen. Das Ganze gilt nur über den Link in der Infobox, also klickt da gerne mal rauf. Klickt euch bei Typology durch, aber die Bronzing Drops sind so ein Produkt perfekt für den Sommer. Wir hüpfen mal schnell weiter zu Blush und bleiben so ein bisschen bei den sommerlichen Produkten. Und Maybelline hat die Sunkisser Blushes rausgebracht. Ich habe ihn hier in der Farbe 03 und die gefällt mir tatsächlich am allerbesten. Erinnert ihr euch an die Farbe, ich glaube es war Günstmaus in meiner Catrice Palette, in meiner ersten. Das ist der Liquid Blush in Günstmaus von Maybelline aus meiner ersten Palette. Habe ich sie noch hier? Oh Gott, das ist ja auch schon fast antik, ne? Ja. Das ist die Farbe Günstmaus als Blush. Günstmaus ist natürlich nur ein bisschen goldener, ne? Also ganz, ganz toll. Lässt sich sehr, sehr gut auftragen, ohne dass es zu viel ist. Aktuell ist das so ein Trend, dass flüssige Rouge-Produkte sehr konzentriert sind und du dann so ein paar Probleme haben kannst, dass sie zu intensiv werden. Hier gar nicht. Lässt einen schönen Glow auf der Haut. Fühlt sich richtig schön pflegend an. Kannst du setten, musst du nicht setten. Gibt dir einfach so einen sommerlichen Glow. Und gerade in der Farbe ist sehr, sehr schön. Ich habe ihn auch noch in einer anderen Farbe. Der ist mir persönlich dann doch schon wieder ein Stückchen zu kupferig. Also der hat dann so einen Kupferstich. Die pinkigen Shades habe ich persönlich noch nicht ausprobiert, aber da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Die halten sehr gut auf der Haut, hinterlassen wirklich schön glänzenden Look und sind super einfach zu benutzen. Falls ihr aber eher so ein bisschen auf pudrige Blushes steht, wollte ich euch diesen hier nochmal zeigen. Das ist das Velvet Blush Powder von Lavera. Würde ich farblich Tatsache sehr ähnlich setzen zu dem von Maybelline, nur halt in Puderform und ein bisschen mit. Es ist ein bisschen dunkler, ne? Und den benutze ich total gerne als Zwischending. So wie am Anfang schon gesagt, ich möchte einfach einfachere Schritte haben. Ich möchte nicht, dass mein Make-up so lange braucht. Ich trage das Produkt auf und spare mir dadurch Blush, Highlighter und Bronzer. Und so habt ihr natürlich auch einen sehr sommerlichen Look. Der hat einen ganz, ganz feinen Schimmer mit drin, aber bei weitem nicht so stark wie beispielsweise der Liquid Blush von Maybelline. Großartiges Produkt, kann man auch gut in der Lidfalte benutzen. Dafür habe ich aber was anderes benutzt. Lavera, ne? Also dafür, dass ich früher immer so skeptisch war. Uiuiuiui, ab und zu kommt da doch schon mal ein spannendes Produkt mit bei rum. Und ihr fragt euch sicherlich, Maxim,
Was hast du auf deinen Augen? Warum siehst du so aus, als wärst du gerade aus dem Olivenölmeer emporgestiegen? Ich sag's euch, es war nämlich wirklich, ich will schon fast sagen, billig. Diese Palette hier von Rival de Loop, das ist die Nude Matte Palette. Ich habe drei Farben benutzt. Einmal den etwas, ja, es ist so ein bisschen taub, einen braun und den ganz dunklen, um ihn einfach in die Lidfalte zu geben. Matte Farben, eine komplett matte Palette. Die oberste Reihe ist sehr mild. Mild ist ein gutes Wort dafür. Mild pigmentiert. Die untere Reihe hat dafür umso mehr Bums. Ja, wobei die Farben hier oben gehen auch. Du kannst damit sehr leichte Akzente setzen. Und ihr seht es ja auch in der Lidfalte. Ich habe die Farben ein bisschen aufgebaut, habe einen sehr, sehr einfachen Blend gehabt. Sehr schöner Effekt auf den Augen. Man kann viel damit machen. Du kannst, habe ich euch auch schon mal gesagt, das sehr, sehr gut als Augenbrauenpalette benutzen. Also wenn du zum Beispiel blonde Augenbrauen hast, hast du hier einfach die perfekte Farbe und kannst deine Augenbrauen so ein bisschen aufbauen. Super einfach zu benutzen. 4,99 Euro, glaube ich. Aber ich habe die kombiniert und zwar mit den Wanderlust Shadow Sticks von Manhattan. Die sind jetzt neu wiedergekommen, neu formuliert. Ich habe sie euch auch schon mal einzeln gezeigt. Ich habe einmal die Farbe Starshine Dream benutzt. Das ist so ein, ja, auch den würde ich eher so in Richtung in die graue Taubrichtung setzen. Sehr intensiv, sehr pigmentiert. Du hast ein bisschen Spielzeit, dann kannst du sie ganz leicht verblenden. Dann fixieren die sich und dann halten die sich. Gerade wenn ihr vielleicht schon texturierteres Augenlid habt, 10 von 10, ganz einfach aufzutragen. Es geht super schnell, einfach ein bisschen verblenden. Du brauchst da nicht so viele Gedanken machen, ne? Wenn ich mir jetzt noch einen Pinsel nehmen müsste oder noch dies oder noch das, um das Produkt aufzubauen und zu platzieren, habe ich schon wieder keine Lust drauf. Ich möchte es auftragen, fertig. Oder du kannst es auch so ein bisschen hier einmal schnell, zack, hier rüber. Kannst du dir so eine künstliche Cut Crease ziehen, fertig. Also, ne, einmal rübergehen und das Produkt ist drauf. Kurz warten lassen, antrocknen lassen, fertig. Und die halten den ganzen Tag ohne. Das ist der Vorteil bei diesen Stick-Produkten. Gerade wenn ihr keine Lust habt, vielleicht nicht so geübt seid, es fällt halt nichts runter. Habe ich keine Lust drauf. Und eine Sache. Dieser Teil des Videos geht an eine süße Maus von Instagram, die mich gefragt hat, welchen Lippenstift ich benutzt habe in meinem Reel zu dem Art Deco Lip Liner 140. Mein liebster Lip Liner forever. Ich habe von Charlotte Tilbury aus diesen neuen Lippenstiften die Farbe Candy Chic benutzt. Das ist so ein leichter, pinkiger, nudiger Ton. Das ist ein ganz besonderer Lippenstift. Ich war ja bei diesem Online-Workshop mit Charlotte Tilbury und ich habe erst gedacht, so, ja, okay, wie neu kann ein Lippenstift sein? Ist eine ganz spannende Textur. Er hält sehr, 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 sehr gut. Er färbt wenig ab. Nicht, natürlich nicht gar nicht, aber weniger für das Finish, was er gibt. Es ist ja schon fast so, als hätte ich ein bisschen Gloss mit rüber gegeben. Sehr pflegend, sehr cremig, aber eine ganz, ganz tolle Farbe. Und es gibt zu diesem kühlen Augenlook einfach nochmal so ein bisschen Farbe, so ein bisschen Frühling. Funktionieren sehr, 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 sehr gut als Blush. Das kann man toll auftragen, halten. Durch diese besondere Formulierung natürlich auch ganz besonders. Hier sind natürlich auch viele Wachs und viele Öle mit drin, die einfach einen ganz besonderen Schein auf der Haut hinterlassen. Und es ist eine sehr erwachsene, pinkige Farbe. Das muss ich Charlotte Tilbury lassen. Charlotte Tilbury ist von den Looks, die sie produziert im Allgemeinen, sehr erwachsen. Selbst dem knalligsten Pink kann sie es immer noch so machen, dass es erwachsen ist. Tolle Tube, sehr hochwertiges Gefühl. Es ist Metall, es ist kein Plastik, glaube ich. Würde ich jetzt mal behaupten, kann ich jetzt gerade gar nicht so sagen. Ist einfach ein tolles Produkt und kann ich euch hier auch natürlich wärmstens empfehlen. Aber wir hüpfen noch mal kurz zu den Augen. Und hier wollte ich euch noch mal eine kleine Review abgeben. Das ist die neue Essence Mascara, die Call Me Queen Dramatic False Lash Effect. Spektakulär. Ich habe nur eine Schicht aufgetragen und schaut euch mal dieses Bild hier einmal an. Als hätte sie wirklich fast jede einzelne Wimper gekriegt. Einen kleinen Nachteil hat es, wird aber für viele gut sein, die hält sehr gut. Also, wenn ihr eine Mascara wollt, da bröckelt gar nichts. Da bröckelt nichts. Die ist einfach drauf und auch beim Abschminken würde ich euch einen Ölreiniger empfehlen und ein Microfiber Multitool, damit ihr das wirklich gut abbekommt. Die hält sehr gut, die macht ein sehr natürliches, aber trotzdem intensives Ergebnis. Auch hier war ich so ein bisschen skeptisch, wie modern kann auch eine Mascara sein. Es ist für mich, ich glaube, das ist für mich das Ergebnis, was für viele die Tubing-Mascara ist, ohne dass es eine Tubing-Mascara ist. Finde ich gut. 3,45 € oder 4,99 €, glaube ich, maximal. Sehr, 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 sehr gute Mascara. Ich mag die Verpackung ehrlich gesagt nicht. Ich finde, die ist so ein bisschen kitschig. Für heute soll es das gewesen sein. Schaut unbedingt einmal bei Typology vorbei. Dort kriegt ihr ein Gratisprodukt ab einem Einkaufswert von 45 € über die Links unten in der Infobox. Und schreibt mir doch einfach nochmal vielleicht ein paar Parfumempfehlungen von Zara mit in die Kommentare. So kann ich dann auch mal schauen. Weil Cherry Smoothie, ich sag's wie es ist, 10 von 10. Bis zum nächsten Mal.